So haben wir uns das vorgestellt, ne? Hi, du reist so wie wir mit dem Auto durch Europa und willst nicht nur Waschmaschinen, Restaurants und Städte sehen, sondern auch mal Wildtiere in der Natur? Wir zeigen dir, wo wir Elche, Braunbären, Rentiere, Wisente und noch einiges mehr gesehen haben. Das Tier ruft. Los geht's! Annette fotografiert jetzt dieses wunderbare Rentierschild. Der Grund, warum wir überhaupt hier sind, ist, dass wir hoffen, so weit abgelegen und so in der Nähe von der russischen Grenze auch mal einen Bären zu sehen. Das wäre nämlich total genial. Wild, nicht irgendwie auf einer Bären-Safari, Bear-Watching-Tour oder sowas, sondern wirklich leibhaftig selber, selbstverdient. Das wäre hammergeil. Sauna! Ja, da will ich hin. Willst du wirklich nachfragen, ob du da reinkommst? Meine Lieben, wir haben jetzt einen neuen Stellplatz hier in Naruschka. Wir haben jetzt tatsächlich da angehalten, wo wir vorher das mit der Sauna gelesen haben. Ja, sie will nämlich unbedingt Sauna hier, die Annette. Das ist die erste finnische Sauna. Und wir mussten dafür richtig an den Arsch der Welt fahren. So richtig in den Norden, total genial. Ja, auf jeden Fall kostet uns das 30 Euro, die Nacht, der Stellplatz mit Stromlecker. Und Sauna. Und Sauna. Hier ist eine Elchschaufel ausgestellt, Riesenteil. Und wenn sie mal groß wird, dann wird das ein Elch. Was? Ja, die ist eingepflanzt. Sie ist eingepflanzt, ja genau. Hier ist noch eine, ganz schön groß. Das ist hier unser Stellplatz, so ein bisschen im Wald. Und da ist das Riesenhaus. Wir waren da gerade drinnen zum Angucken. Das ist ja Wahnsinn, da gehst du verloren, Leute. Unser Vermieter hat uns jetzt was Geiles erzählt. Er war weiter im Norden unterwegs und hat dort eine Bärenfalle gefunden, also eine Lebendbärenfalle, das heißt so ein Riesenkäfig, der so groß ist, schon voll verrostet, und das ist illegal hier in Finnland. Und er weiß auch, dass die lokalen Leute hier die Rentiere quasi halten, die jagen auch Wölfe und Bären. Klar, es gibt ja auch einen Interessenskonflikt. Er meinte auch, dass die hier jedes Jahr Bären schießen. Das bedeutet, dass man hier eine gute Möglichkeit Bären zu sehen hat. Karhu! Wir gehen jetzt in die Sauna. Klappe zu, Affe tot. Annette macht sich schon mal ganz nackig. Ich mache mich jetzt auch nackig. So, jetzt machen wir lecker aus. Okay, erste Runde ist geschafft. Oh, schon verschwitzt. Das ist kalt. Jetzt ein bisschen abkühlen. Wir haben unseren Gastgeber verlassen, hatten einen sehr netten Abend dort mit wunderbarer Sauna und machen uns jetzt auf die Suche nach einem Wanderweg. Wir dringen immer weiter in die finnische Taiga ein. Nur selten sehen wir ein Haus. Wir fühlen die Weite, die Freiheit. Eine Brücke über den Naruskaljoki. Ist das die Hammer oder was? Die Taiga scheint hier unendlich groß. Das Unbekannte wartet hinter jedem Baum. Auf dieser Strecke geht es jetzt zum Karhu Tunturi oder so ähnlich. Karhu heißt Bär. Auch hier hinten wohnt noch jemand. So haben wir uns das vorgestellt, ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das ein Gegensatz zu dem Trip durch Norwegen, wo alles vollgeschissen war mit Campern und nur an solchen komischen Raststätten, Stellplätzen neben der Hauptstraße, Autobahn, was auch immer, stehen. Wir fahren hier immer noch durch die Einöde, wobei so öde ist das hier nicht, im Gegenteil eigentlich.
Das wird wahrscheinlich dieser Hügel sein. Ja, ich glaube auch. Guck mal, da ist noch ein Schild rechts. Ich gehe mal gucken. Da steht Karhuntunturin Kota. Was auch immer Kota heißt. Ah, hier ist sowas wie ein Waldweg. Und? Also, kurz dahinter ist ein Weg, der geht dann darauf. Das müsste der Wanderweg sein. Aber halt lustiger Wanderweg. Hauptsache, man findet ihn überhaupt dann und steckt nicht irgendwann im Busch. Ja, das denke ich schon. Gut, dann ab dafür. Parken wir hier, ne? Wir bereiten uns auch etwas Proviant vor. Wir wissen nicht, was uns erwartet, also nehmen wir ein bisschen was zu essen mit. Ich habe jetzt schon Hunger. Nachdem wir ja nie früh loskommen. Nicht. Nee. Nicht. Nicht. Mein Equipment steht fest. Ich nehme wieder die ganze Montur mit. Ich kann euch das ja mal zeigen, was ich so immer wieder mitschleppe. Also hier ist mein fetter Fotorucksack mit zwei Spiegelreflexkameras. Hier ist noch ein etwas größeres Tele, ganz fettes Tele habe ich nicht mehr. Filter. Hier ist die Drohne mit zwei Akkus jetzt und die Fernbedienung. Hier ist noch ein Poncho, falls es regnen sollte. So, hier ist meine bessere Videokamera. Ich filme jetzt gerade mit der GoPro, sodass ich auch zoomen kann und noch so eine Funzel. Ist halt lästig, weil das nicht alles in den Rucksack passt. Aber es hat sich auch nicht bewährt, diese Kamera im Rucksack zu tragen, weil die muss immer wieder griffbereit sein. Das hatte ich in Costa Rica sehr häufig gehabt. Und so konnte ich zum Beispiel auch einen Ocelot filmen, weil meine Kamera quasi sofort griffbereit war und nicht irgendwo im Rucksack verstaut. Und natürlich mein Stativ nehme ich auch mit. Und zwar ist das ein Fotostativ eigentlich und hier da drauf ist noch ein Filmkopf drauf montiert. Das heißt, ich kann jederzeit gut hier switchen. Wenn ich Bock habe, kann ich da meine Fotoapparate drauf machen. Ups, mit einer Hand geht das natürlich. Und sofort Fotoapparat oder die Videokamera halt drauf, je nachdem wie ich lustig bin. Und den Wolf nehmen wir auch noch mit. Diesmal nehme ich auch meinen Gürtel mit der Barang-Machete und mit meinem dicken Messer hier, weil wir ja nicht wissen, was uns erwartet. Könnte ja nützlich sein, das ganze Zeug. Und natürlich habe ich hier mein EDC am Start mit einem kleinen Messer, mit einer kleinen Rettungsdecke zum Warmhalten und so kleinen Geschiss noch drin. Das ist immer am Mann. Oft ist das einfach viel zu viel Equipment, das ich mitschleppe, aber besser zu viel als zu wenig, weil dann hat man doch einige Situationen, die man so oder so filmen könnte und man hat nur eine kleine Popel-Option mit dem Handy oder sowas und das ist dann kacke. Und so habe ich die eine oder andere Option und die kann ich ausnutzen oder auch nicht. Abgesehen davon ist das ein geiles Workout, weil das wiegt schon einiges insgesamt. Diesmal wird es auch kein Flip-Flop-Abenteuer, sondern ich ziehe mir richtige Wanderschuhe an, etwas stabileres, man kann ja nie wissen. Vielleicht muss man auch rennen oder durch schlechtes Gelände laufen. Annette hat jetzt so ihre Zweifel, ob dieser Weg überhaupt dahin führt. Sie meint, dieser Pfeil, den ich gerade gefilmt habe, eigentlich sagen will, dass es die Straße weiter zu gehen ist oder zu fahren. Und ich glaube, das ist eine schöne Abkürzung, auf jeden Fall ein schönerer Wanderweg, als ja, die Straße entlang zu tingeln. Na, auf jeden Fall ist dieser Trampelpfad hier markiert. Das ist schon mal etwas. Sehr verschlungene Pfade hier. So stapfen wir auf einem unbekannten Trampelpfad den Karhuntunturi hinauf. Da freut sich Märchen, dass ich hier sumpfen kann. Die steht im Wasser. Überall kleine, matschige Bäche mit schwarzem Wasser. Voll durch den Sumpf. Ja. Na, das ist ein Gesiffe jetzt. Die Wildnis hat uns verschluckt. Maya verfolgt schon wieder irgendeine Spur.
So, der Weg endet hier. Ich weiß jetzt nicht, wo es weitergeht. Da wir auf einen Berg wollen, also auf einen Gipfel, versuchen wir einfach diese normale Taktik, einfach bergauf gehen, egal ob Weg da oder nicht. Mal gucken, ob das klappt. Die Drohne zeigt uns den Karahutunturi in greifbarer Nähe. Wir sind wenigstens in der richtigen Richtung unterwegs. Also, kein Grund zur Veranlassung. Wir haben den Weg wiedergefunden. Wir waren nur kurz etwas überwuchert und das war's. Karhuntunturin Kota. Da lang. Okay, der Trampelpfad ist hiermit zu Ende. Da vorne ist die Piste. Hier kann man wahrscheinlich auch über Nacht bleiben. Theoretisch und auch praktisch. Da ist SOS. Und da ist, boah, hier ist eine Feuerstelle. Styropor zum drauf rumsitzen, damit man warmen Pop besser hat. Hier ist ein Topf, eine Pfanne, ein Kessel. Und hier ist was? Das ist ein Besucherbuch. Ein Besucherbuch. Heute wären die langen Klamotten auf jeden Fall sinnig gewesen. Ich bin schon ganz schön zerstochen. Da krabbeln sie wieder überall, diese Mistviecher. Verdammte Parasiten, hier auch wieder gefressen. Da sind echt überall. Oh, jetzt gibt es lecker Stühle. Da auf dem Hügel sind schon mal Häuser. Wir nähern uns langsam dem Gipfel. Wir haben hier eine wundervolle Aussicht schon mal hier, von hier aus. Genial. Es fängt an, so leicht zu regnen. Mal gucken, ob wir das noch vor dem richtigen Regen schaffen. Der Karahutunturi ist nicht besonders hoch. Aber hier ist er erstmal die höchste Erhebung und erlaubt trotz schlechten Wetters fantastische Ausblicke. Wir sind die Einzigen hier. Okay, da sind wohl Handymasten. Und da vorne war wohl eine alte Hütte. Mit seinen 518 Meter über dem Meeresspiegel ist er der fünfthöchste Berg in Finnland. Und wir haben ihn bezwungen. Yeah! Die Aussicht von hier ist phänomenal. Wir machen aber jetzt einen Abflug, weil sich das Wetter verschlechtert und wir nicht wissen, was da noch kommt. An Wetter meine ich, an Regen und so weiter. Und wir haben doch schon ein Stückchen wieder zurück zum Auto. Annette ist schon mit Mara wieder vorgelaufen. Ich finde die Landschaft hier total genial. Das Einzige, was mich nervt, sind diese beschissenen Beißfliegen. Die sind echt überall. Ich habe mich da auch kaum hingestellt zum Filmen und Fotografieren. Und dann kamen sie schon wieder von überall her. Wahnsinn. Aber naja, so ist das nun mal. Und die Berge da drüben, das müsste schon Russland sein. Hier könnt ihr das Wasser plätschern hören überall. Die ganze Vegetation ist hier unterspült, scheinbar. Ein kleiner Frosch. Alter Schwede, da kommt noch so ein Laster hier vorbei. Ich sehe den blauen Wahnsinn. Boah! Wir sind gleich da. Mehr. Wir sind gleich da. Da vorne ist er. Oh. Die Abenteurer nähern sich wieder dem blauen Wahnsinn. Mara, du darfst zuerst. Hoppi. Hoppi. Das war's jetzt von unserem Ausflug. Ich muss mir dringend die Schuhe ausziehen. Zum Karahutunturi, zu diesem Hügel. Wunderschöner Ausblick. Vor allem nach Russland rüber. Das war echt interessant. Das war irgendwie ein geiles Gefühl. Du guckst so richtig in die Weite und du weißt, da hinten ist Russland und irgendwann mal kommt noch Asien und hast nicht gesehen. Voll geil. Zwar haben wir hier in Naruska und Umgebung keine Wildtiere gesehen, aber wir haben ja noch die Grenzzone vor uns.
so wie ich das aus den Karten entnommen habe, verläuft diese Straße genau an dieser Grenze, dieser Pufferzone. Ohne Genehmigung dürfen Sie die Grenzzone nicht betreten. Das ist wohl da vorne. Und genau dorthin nehmen wir euch in der nächsten Episode mit. Bis bald also. Ciao!